Hallo und willkommen zurück bei Pop-Up Science in der Pflanzenwoche. Heute haben wir eine neue Forschungsfrage, die wir mit einem Experiment, das ihr ganz leicht zu Hause nachmachen könnt, beantworten können. Und unsere Forschungsfrage ist: Können Pflanzen sehen? Für unser Experiment braucht ihr einen Karton mit einem Deckel. Das kann entweder eine Schuhschachtel sein oder auch sowas wie bei uns hier. Einmal Erde, einen Löffel. Dann so getrocknete Bohnen, einen kleinen Becher, ein Lineal, ein Glas Wasser, Dixo, einen Karton, Schere und einen Stift. Das Erste, was ihr macht, ist, ihr nehmt die Bohnen, aus denen dann unsere Pflanzen wachsen sollen, und gebt sie einmal ins Wasser. Dort müssen sie jetzt ein paar Stunden, am besten über Nacht, einweichen. Und wir haben das aber schon vorbereitet. Und haben hier schon eingeweichte Bohnen, die schon recht schön weich sind. So, als nächstes müssen wir unsere Bohnen einsetzen. Veronika, kannst du mal mit dem Löffel eine Erde in den Becher geben und die Bohne in die Erde stecken? So, und jetzt kommen ein oder am besten gleich zwei Bohnen in die Erde hinein, sodass sie gerade in der Erde drin stecken. Festdrücken mit den Fingern. Genau. Die Bohne ist eingesetzt. Was fehlt jetzt noch? Gießen. Genau. Nicht zu viel, nicht zu wenig, nur dass einmal schön feucht ist. So, und unsere kleine Pflanze, unser Pflanzensamen kommt jetzt in die Schachtel hinein. Die stellt er so oben auf, ganz genau. Und jetzt mach mal den Deckel zu. Können wir dann noch fixieren, aber. Jetzt wollte ich fragen, Veronika, was braucht denn eine Pflanze eigentlich zum Wachsen? Weißt du das? Sonnenlicht, Luft und Wasser. Hier drin hat die Pflanze eigentlich alles, was sie zum Leben braucht, außer eben Licht. Deswegen schneiden wir jetzt einfach da ein kleines Fenster für die Pflanze hinein. So, und wenn wir hier jetzt zumachen, dann bekommt unsere Pflanze Licht, aber nur mehr ein bisschen und nur mehr von einer Seite. Für unsere Pflanze wird es dann ungefähr so aussehen, wenn sie da drinnen ist. Ich gehe da jetzt mal mit deinem Handy einfach hinein. Wenn wir dann den Deckel zumachen, was wird denn dann die Pflanze sehen, wenn sie dann sehen kann? Aha. Ha? Licht kommt nur mehr von einer Seite. Wir wollen es aber unsere Pflanze nicht so einfach machen und deswegen bauen wir ihr jetzt noch ein richtiges Pflanzenlabyrinth, wo sie den Weg hin zum Licht finden muss. Und fertig ist unser Pflanzenlabyrinth, mit dem ihr jetzt ausprobieren könnt, ob die Pflanze sehen kann und durch das Labyrinth den Weg zum Licht findet. Wichtig dabei, nicht vergessen, den Deckel gut zuzumachen. Den könnt ihr auch zukleben mit einem Klebeband und jeden Tag einmal kurz fühlen, ob die Pflanze noch genug Feuchtigkeit hat oder ob ihr ein bisschen noch nachgießen müsst. Ansonsten braucht ihr eigentlich nur mehr viel Geduld, bis die Pflanzen dann tatsächlich wachsen. Und das war es auch schon wieder vom Pop-Up Science. Wir freuen uns wie immer über eure Fotos und Berichte zu euren Experimenten von zu Hause. Schickt sie bitte an popupscience@isd.ac.at oder schreibt uns einen Kommentar. Und ihr habt am Donnerstag wieder die Gelegenheit, eure Forschungsfragen mit einer echten Pflanzenforscherin, der Christina Adner, zu besprechen. Deswegen schaltet wieder ein und bis bald! Thank you.